Neo, hol mich hier raus. Sind wir noch dran wegen Beschädigung öffentlichen Eigentums. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Horst J. Gonzales Show. Wir sind hier in Hamburg, unserer Haus- und Hof- und Sendestadt, und wir haben diese Stadt nicht umsonst ausgesucht als Hauptquartier der Horst J. Gonzales Show, weil es einfach die schönste Stadt der Welt ist, in der die glücklichsten Menschen leben, mit den schönsten Ecken und schönsten Winkeln. Kein Dreck, kein Müll, weder politisch noch wirtschaftlich noch sozialkritisch. Kennst du die Horst J. Gonzales Show? Nö. Warum nicht? Keine Ahnung. Guckst du kein Fernsehen? Nein. Was ist deine Lieblingsserie im Fernsehen? Weiß ich nicht. Ja, wenn du kein Fernsehen guckst, kannst du es auch nicht wissen. Dann liest du bestimmt viel, oder? Nein, ich bilde mich generell nicht gerne. Dafür wählst du dich aber sehr gebildet aus. Das kann gut sein. Hast du ein gutes Elternhaus? Nein. Gut, ich gehe jetzt am besten. Das ist schön. Was sonst? Eine Frage? Eine Frage. Gibt es etwas, was Sie aufregt? Na. Gar nicht? Also heute überhaupt nicht. Außer wem? Also heute überhaupt nichts. Achso. Wir sind heute in Urlaub. Achso, ja, nee, da wollen wir auch nicht, dass Sie irgendwas aufregt. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Haufen an Ihren Namen. Dankeschön. Wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Aus Bayern. Aus Bayern, wo da genau? Circa 100 Kilometer nördlich von München. Ach so, das ist ja fast schon kein Bayern mehr. Mitten in Bayern. Ja. Wunderbar, na dann schön, viel Spaß noch hier in Preußen. Schön, danke. Gibt es etwas, was Sie aufregt? Ha! Eine ganze Menge. Ja, zum Beispiel. Ich sag, nee. Vorsicht, junger Mann. Oh. Viel zu viel. Okay, danke. Ich müsste Sie leider darauf hinweisen, die Anlegerkante für Alterschiffe freizuhalten. Das ist eine sehr große Verletzungsgefahr hier. Nächstes. Okay. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen. Guten Abend. Dürfen wir kurz eine Frage stellen? Ja. Ist das etwas, was Sie aufregt? Fällt mir jetzt so nichts ein. Gar nichts? Im Moment nicht, nee. Im Moment. Sehr schön. Dürfte ich Ihnen eine private Frage stellen? Kennen Sie die Horst J. Gonzales Show? Die was? Die Horst J. Gonzales Show. Nee. Schauen Sie nicht viel fern? Nee. Dann erklärt es das. Mach mir doch kein Knutfleck. Alles nur kein Knutfleck. Ein Knutfleck hat den einen Zweck. Der Dreck, der kommt und er geht weg. Da, da, di, da, da. Knutfleck. Haha. Jo, hallo. Darf ich dir kurz eine Frage stellen? Ja. Huch. Gibt's was sich tierisch aufregt? Nee. Gar nicht? Nö. Nix? Schule, Eltern. Dass man hier nicht skaten kann. Darf man hier nicht? Ich darf. Warum nicht? Naja, dann wünsche ich dir, dass du es irgendwo anders darfst. Nicht mal Tschüss hat er gesagt. Alter Drecksau. Na, wenn, dürfen wir kurz eine Frage stellen? Achso. Wir müssen noch unter die Höhensonne. So, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen auch ein neues Mitglied der Horst J. Gonzales Show vorstellen. Das ist der Jan. Jan ist unser Entertainment-Azubi, da der Kobayashi ja weg ist. Der ist befördert worden, der macht jetzt für Harald Schmidt Schreibarbeiten. Und Jan, der wird jetzt gleich auch mal eine kleine Umfrage starten. Hallo Jan. Hallo, Horst. Na, bist du schon aufgeregt? Ja, sehr. Jan hat nämlich auch eine eigene Fernsehsendung in Berlin. Also eine Stadt, die eigentlich noch gar nicht richtig angeschlossen ist an den Rest von Deutschland. Von daher ist er hier nach Hamburg gekommen und mal gesagt hat, ja, er möchte mal was lernen von den Profis. Genau. Und ich bin sehr stolz, dass ich hier dabei sein darf. Ja, und da kann ich mal schon loslegen, ja? Eigentlich schon. Aber die erste Regel im Showgeschäft ist, du musst Seriosität ausstrahlen und auch ein gepflegtes Äußeres. Deswegen werde ich dir jetzt meinen persönlichen Schlips überreichen, auf das du ein wenig Seriosität ausstrahlst. Okay, gut. Ich kann ihn dir auch unterschreiben nachher, aber nicht bei eBay verkaufen. Oh, das hatte ich aber vorher jetzt gehabt, Mensch.
Das ist sozusagen eine Art Generationswechsel. Ja. Geschmack, aber bitte? Doch, sieht super aus. Ja, strahlt auch gleich viel Seriosität aus. Ja. Schön, gut, darf ich noch eine Frage stellen? Eine Frage. Eine. Entschuldigung, dürfte ich Ihnen mal eine Frage stellen? Schönen Tag noch. Gar nicht so einfach, wa? Ja. Entschuldigung, dürfte ich Ihnen mal eine Frage stellen? Eine Frage. So, ja, ein kleiner Tipp vom Profi. Du musst entweder, bei Frauen musst du so auf Mitleid machen, so leichten Dackelblick. Und bei Männern musst du hart ran. Also mit der Faust. Ja. Kennen Sie den jungen Mann, der da rechts steht? Nein, kenne ich. Der ist eine Berühmtheit in Hamburg. Wir sind auch nicht aus Hamburg, deswegen kenne ich ihn auch. Woher denn kommen Sie denn? Wir kommen aus Lüdenscheid. Mhm. Wo ist das? Im Sauerland. Ah, schön da. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Und ja. Aber wenn Sie nochmal in Hamburg sind, dann würde ich mir ein Autogramm von Ihnen holen. Ja, ist gut. Oder jetzt ein Autogramm? Nee, jetzt nicht. Na, jetzt gut. Muss ich weiter. Okay. Alles klar. Tschüssi. Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Gerne. Gut. Kennen Sie den Mann da? Den Lang? Nein, kenne ich nicht. Der ist eine Berühmtheit hier in Hamburg. Ja, das ist... Tut mir leid, ich bin nicht aus Hamburg, also kann ich ihn auch nicht... Ach so. Nee, die sind nicht von hier. Das ist doch der Trick, du sollst doch Leute, weil hier in Hamburg kennt mich auch kein Arsch, aber wenn du Leute fragst von außerhalb, dann sieht das so aus, als ob mich nur Leute von außerhalb nicht kennen. Achso, okay, gut. Entschuldigung, darf ich euch mal eine Frage stellen? Ja. Wo ist jetzt die Kamera? Da, gut. Also, kennt ihr den jungen Mann da? Nein. Kommt ihr aus Hamburg? Nein. Das ist dann klar, dass ihr nicht kennt. Das ist der Horst J. Gonzalez, der hat hier eine großartige Show, ist weltberühmt in Hamburg. Woher kommt ihr denn? Aus Kiel. Ah, Kiel ist oben, ne? Norden. Ja. Ist die Hauptstadt von? Schleswig-Holstein. Super. Guten Abend, schön, tschüssi. Bitte? Dürfte ich eine Frage stellen? Ja. Gut. Kennen Sie den Mann da, der da links ist, der so uns zulächelt? Ne, sympathisch. Sympathisch? Ja. Sympathisch? Wer soll das sein? Das ist doch mal nicht, dass Sie mich sympathisch finden. Ja, wer soll das sein? Das ist der Horst J. Gonzalez, der ist hier berühmt in Hamburg. Wir sind von Kassel. Achso, naja, das ist ja klar. Wissen, ne? Nee. Wir sind gerade hier, wir machen gerade Bundestagswahlen und ich versuche mich gerade aufzustellen für die jungen Liberalen. Angenehm. Super. Okay. Wir dürfen ja hier sowieso nicht wählen. Stimmt, richtig. Ich bedanke mich. Ich bedanke tschüss. Mich auch. Tschüssi. Auch wiedersehen. Ja, das ist der Schmidt hier, der Pocher, Schmidt-Pocher. Nee, wie heißt der? Harald Schmidt, ja. Das ist der Harald Schmidt hier in Hamburg. Nein, wirklich, oder? Ich versuche ihn. Nee, ich bin nicht Harald Schmidt. Nein. Ja, ich versuche nur gerade diesem jungen Mann anzunehmen, damit ich ihm eine berufliche Zukunft sichern kann. Er möchte gerne ins Fernsehen und ja. Muss als Moderator im Fernsehen musst du immer Neutralität bewahren. Ja, also ich finde. Ach, mal so, mal. Nein, Neutralität, nicht Gleichgültigkeit. Hallo. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich auch. Du darfst den Niederlagen nicht so zu Herzen nehmen, Jan. Nein. Das ist nichts Persönliches, das ist nur dein Job. Okay. Also die Leute, die dich ablehnen, die haben nichts gegen dich persönlich. Ja, die kenne ich auch nicht. Ja, deswegen, das ist nämlich die Kunst, innerhalb von 2 Sekunden so viel Sympathie aufzubauen, dass die Leute dir ihr Herz ausschütten. Ach so. Und das kannst du, ja? Das beherrsche ich wie kein Zweiter. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe mich keine Zeit. Ich habe keine Zeit, danke. Das war, weil er sich sein Hemd noch bügeln musste. Ja, ja. Ungebügelt. Aber. Genau. Haha. Jetzt hat er doch Zeit, siehst du? Das ist halt noch eine Spätwirkung. Hallo. Ja. Gut. Ich bin der Freund von Nick, ja? Ja, ja. Ah, okay, gut. Nee, du brauchst nicht mich schwören. Ich gehe jetzt. Ach so, okay. Ciao, ja, tschüss. Siehst du? Der Zauber wirkt. Manchmal braucht Sympathie etwas länger, aber wie ein Boomerang kehrte er zu mir zurück. Das ist die Magie des Fernsehens. Okay, gut. Dann probier das mal. Pass mal auf, ich wette mit dir, dass die Frau da hinten in Weiß, die wird dir ein kleines Interview geben. Wenn du folgenden Tipp beachtest. Eine Augenbraue hoch und immer lächeln. Ja? Nee, das ist zu schleimig. Ja. Das ist natürlicher. Sie kommt. Ja? Ja, mach.
Hallo, darf ich eine Frage stellen? Ja. Kennen Sie den jungen Mann da, der... Nee. Nein. Kommen Sie aus Hamburg? Nein, zugezogen. Woher kommen Sie denn? Nürnberg. Nürnberg, ah. Sieht gerade nicht so gut aus, wa? Fußball, Nürnberg? Oh, ich bin kein Fußballfan. Also, ich auch nicht. Ja. Kennen Sie den jungen Mann da? Nein. Zu uns? Kommen Sie aus Hamburg? Nein. Ah gut, dann ist das ja halt klar. Bielefelder, also. Gut, dann bleibe ich schon mal. Und ja. Noch guten Rutsch, ne? Wenn's, ja. Und? Kannte mich? Nein. Warum nicht? Die Sonne hat geblendet und er konnte ich nicht richtig erkennen. Ah. Und er kommt aus Bielefeld. Bielefeld gibt's nicht. Kennst du die Bielefeld-Verschwörung? Nein. Bielefeld ist eine Erfindung der Illuminaten. Ah. Hab schon mal gelesen davon. Dann gibt's eine Welt der Wunder-Ausgabe davon. Demnächst auf GreekGeek.tv. Warum heißt ein Berliner in Berliner nicht Berliner, aber ein Hamburger in Hamburger Hamburger? Hallo, haben Sie kurz Zeit? Ganz kurz. Ich muss mir mit der Faust rangehen, ne? Die Frage leite ich mal an Sie weiter. Was? Wir haben Berliner. Das sind Pfannkuchen. Ja, Pfannkuchen, aber ja nicht Berliner. Berliner sind, wie heißen Berliner? Wir heißen. Hallo, haben Sie ganz kurz Zeit? Haben Sie ganz kurz Zeit? Haben Sie ganz kurz Zeit für mich? Nochmal ein kleiner Tipp: Das ist, wenn viele Menschen hintereinander kommen und du die ersten fragst und die schon mal nicht, das ist, dann wirkt es bei dem zweiten und bei dem dritten schon beliebig, als ob du gar nicht interessiert bist an deren Meinung, sondern dass du einfach nur so, wollen Sie, wollen Sie, wollen Sie. Das ist wie wenn du auf der Reeperbahn bei den Noten vorbeigehst. Wenn die erste schon merkt, du hast kein Interesse, dann müsste die zweite es auch schon machen. Ansonsten regt dich das tierisch auf. Hä? Berliner, solche, die mit Zuckerguss und mit Marmelade drin. Ja, das sind Berliner. Hä? Die heißen nur anders in Berlin. Nein, die heißen Berliner. Echt? Ja. Echt? Irgendwie so anders? Nein. Also immer den ersten, den du fragst, vorbeistreichen lassen und dann irgendwie 5, 6 Leute warten lassen. Weil ansonsten fühlen die sich nicht ernst genommen. Okay. Boah, das ist echt journalistisch fundiert gewesen, oder? Ja. Gerade? Ich bin gerade echt begeistert von mir selbst. Ich sollte ein Buch schreiben. Haben Sie ganz kurz Zeit für mich? Kommt drauf an. Was kotzt Sie denn so richtig an? Eigentlich gar nichts. Manchmal mich selbst. Oh. Ja, vielleicht heißen die mal Kirsch-Berliner oder so. Und Pflaumen-Berliner. Aber. Die heißen doch anders. Die heißen doch irgendwie so hier, Nein. Was bin ich denn da für ein Irrtum aufgesessen? Cats, genau. La da di da. La da da. La da da di da 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 da. Da da di da 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 da. Da da di da da da. Dass Andrew Lloyd Webber weiß, dass hier jemand sitzt, der ohne GEMA-Gebühren zu bezahlen seine Musik spielt. Na, wir können ja mal sagen, wir kommen von der GEMA und greifen mal kurz rein und ziehen uns da 5 Cent raus oder so. Ich wollte mal fragen, was Sie so richtig aufregt. Aufregt? Ja. Zurzeit nichts, ich fühle mich ganz wohl hier. Ja, alles wunderbar? Ja, wieso? Ist doch schön hier, die Sonne scheint. Tschüssi, schönen Tag noch. So Jan, und dein erstes persönliches Fazit? Hat sehr viel Spaß gemacht, ich komme gerne immer wieder. Naja, da wollen wir mal die Zuschauer entscheiden lassen. Ne? Also, wenn Sie auch der Meinung sind, dass der Jan einen ganz guten Job gemacht hat, dann schreiben Sie einfach an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse oder ins Gästebuch von www.haus.gonzales.de. Genau, und dann schreiben Sie einfach, ja, Jan muss noch viel mehr Beiträge machen und dann sehen wir mal zu, was wir da arrangieren können. Ob das in meinen eng gestrickten Zeitplan als Hamburger Superstar-Moderator überhaupt passt. Ja, okay. Ja, natürlich. Meine Damen und Herren, ich muss natürlich hier ein bisschen auf die Kacke hauen. Ich weiß, dass ich ein ganz kleines Licht bin, aber jetzt habe ich mal die Chance, einen großen Macker raushängen zu lassen vor einem Menschen, der sich noch prägen lässt. Von daher dachte ich mir, hau ich mal ein bisschen auf die Kacke. Jan, bis bald.